Herzlich willkommen beim Tagesorakel am Dienstag. Mensch, wir gehen langsam auf den Neumond zu am Freitag und da haben wir wirklich dieses Reset in Sachen Partnerschaft dabei. Also ein ganz toller, schöner Neumond für Partnerschaften, für Beziehungen. Und wir schauen hinein, was denn die Botschaften des Tages allgemein sind heute für diesen Dienstag. Und dann schauen wir natürlich für jedes einzelne Element hinein. So, wir schauen. Seelenessenz. Ich tauche in die Energie meines höheren Selbst, die reine Liebe. Ich öffne mich der tiefen Liebe des Universums. Befreiung. Ich steige jetzt aus jedem Drama aus. Also, no drama ist erstmal die wirkliche Botschaft. Empfinde die reine Liebe, die für dich auch vorbestimmt ist. Und die Seelenessenz. Wirklich, dass du auch spürst und auch dem nachgehst, was deine Seele möchte und sich deine Seele wünscht. Jetzt schauen wir fürs Element Feuer hinein, das Ganze mit den Mystery Cards. So, da wird es auch noch ein Beginnerseminar geben mit den Mystery Cards im November, Ende November. Und auch da freue ich mich drauf. So, wir fangen an für das Element Feuer. Das umfasst die Sternzeichen Löwe, Schütze und Widder. Die Liebe steht ins Haus, Amor und das Haus. Also der Liebespfeil trifft dich heute in den ersten Stunden des Tages. Du wirst einen sehr sicheren, sehr sanften, sehr stabilen und vollkommenen Tag erleben. Für das Element Erde. Das sind die Sternzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock. Fische und die Spinne. Du hängst ein bisschen fest in den Finanzen. Vielleicht ist auch eine kleine Sorge dabei im Existenziellen. Lass dich aber auch nicht einlullen. Schließe heute keine neuen Verträge bitte ab. Für das Element Luft. Das umfasst folgende Sternzeichen, nämlich Zwillinge, Waage, Wassermann. Die Liebe wird ganz klar in dein Leben kommen. Wir haben die Liebe dabei und die Sterne. Also eine ganz geführte kosmische Sternschnuppe wird dir heute einen Weg in Sachen Liebe weisen und du wirst einen Hinweis erhalten. Für das Element Wasser. Da liegt schon mal der Herzenspartner, wenn du eine Frau bist, da und die Lilien dabei, Anziehungskraft, Liebe, vielleicht auch Sexualität, aber auch heilsame Gespräche, die sich heute für dich ergeben werden. Ich wünsche euch allen einen wundervollen, großartigen Tag. Kommt gut rein und ja, ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen können. Telefonnummer ist eingeblendet. Bis dahin, euer Malkiel. Ciao.